Hi guys and welcome to a new video. My name is SJ Hart, thank you for watching. So ihr Lieben, dieses Video wird jetzt nur ein ganz kurzes Quiz sein, weil ich habe nicht sehr viel Zeit, weil wir gleich beim Strand grillen gehen. Also, los geht's. So, ich möchte natürlich wissen, welche Farbe ich wäre. Ich war gerade echt überrascht und begeistert. Ich war nämlich Gold im englischen Quiz. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte eher lila, weil ich liebe lila. Aber Gold kann man sich nicht beklagen. Also machen wir es gleich jetzt mit Deutschen. Das hat aber nur 10 Fragen, das andere hat gerade viel mehr. Also los geht's. Erstmal müssen wir warm werden. Wem oder was bist du eher zugetan? Flower Power, Schalke, ich hasse Fußball, tut mir leid. Salamander, Gerhard Schröder, wer ist Gerhard Schröder? Und Berg? Was? Was ist das? Oh Gott, das Quiz ist scheiße. Okay, wir machen Flower Power, weil das das Beste ist, denke ich einmal. Oh Gott, oh nein. Was habe ich mir ausgesucht? Oh nein, okay. Eine Mauer fällt vor deinen Augen zusammen. Was denkst du? Was? Weiß ich doch nicht. Oh mein Gott, das ist der Weltuntergang. Nein, Hilfe. Oh nein, die schöne Mauer. Wow. Ja, wahrscheinlich... Hilfe. Ich würde wahrscheinlich erwecken, ne? Hä? Okay, oh nein, ey. Was ist das für ein Quiz? Okay, Freitagabend allein zu Hause. Was tust du? Party? Bequem machen und Fernsehen. Ja, Party schmeißen. Nein, schlafen gehen. Ja, klar. Buch lesen oder sportlich betätigen. Nee, Sport im Haus kann ich aber nicht machen, ne? Buch lesen würde ich auch, aber ich denke einfach mal Fernsehen, ja. Genau. Das würde ich ungelogen machen, aber ich würde so eine Freundin einladen und so. Was hörst du? Was zum Tanzen? Alles, was laut ist? Was? Am liebsten was Leichtes? Hörkassetten? Ja, was zum Tanzen? Ich tanze ja auch, dann machen wir es auch mal. Diese Fragen, ey, das geht nicht. Okay, was machst du, wenn dir ein Buch auf den Kopf fällt? Also, ich weiß nicht, das passiert mir eigentlich nicht. Ich weiß, mir noch nie passiert. Obwohl, nee. Passiert euch das? Hä? Ich fange an zu schreien, ich schreibe mir den Kopf, ich fange an zu strahlen, weil mir ein leuchtendes Erkenntnis kommt. Das ist schlau. Ich sehe nach, ob das Buch noch heil ist. Das würde ich machen. Oh Gott, ja. Ich schlag mich will. Nein, nein, nein. Ich würde das Buch machen, weil Bücher, ich liebe Bücher und wenn irgendwie ein Buch kaputt ist, geht gar nicht. Wann lachst du? Immer. Glücklich sein, Leute. Nur was schön wissen, wenn ich mich freue. Ich lächle immer vor mich hin. Ja, nie, oft bis immer. Ich lächle immer nur vor mich hin. Nee, ich mache oft bis immer. Ja, ich sitze auch. Ohne Spaß, Leute fragen mich immer, ey, ist alles okay bei dir? Und ich so, ja, warum nicht? Einfach lächeln, glücklich sein. Es gibt keinen Grund, nicht glücklich zu sein, ne? Also. Wann isst du? Wenn ich Hunger habe. Nur wenn es nötig ist, immer wenn ich frustriert bin. Nein, immer, was? Immer wenn es Schokolade gibt, wenn es mal wieder was Gesundes gibt. Okay, es gibt also einfach keine Auswahl, wenn ich hungrig bin. Okay, nur es Schokolade gibt. Ich mag Schokolade nicht so. Wenn es mal wieder was Gesundes gibt, machen wir das. Oder immer. Ich esse ja nicht immer. Machen wir was Gesundes. So. Genau. was machst du im Internet? Ah, das ist ein bisschen privat, ne? Spaß. shoppen? Nein. Viele Informationen suchen und finden? Ja, fürs College. Spielen? Nee. Alles, was mir in den Sinn kommt, genau, oder nichts. Ja, komm, machen wir Informationen suchen. Machen wir mal das. Das ist meine Hauptbeschäftigung, ne? Magst du mich? Ich kenn dich nicht. Aber ja, klar, klar, ja. Ich kenn dich ja gar nicht. nein, das ist fies. Ja, komm, ich mag dich. Ja. Ich mag dich. Quiz und Quiz-Erstellerin. Ersteller. Ja. hörst du gerade Musik? Nein, kann ich ja nicht, weil dann würdet ihr mich nicht so gut hören. Würde ich sonst Musik hören? Vielleicht, aber nein. Noch nicht, aber gleich. Ohne Spaß, wenn ich immer rausgehe, immer so im Bus, soll ich das machen? Nee, komm, wir machen nein. Weil ich höre ja nichts. Nur meine Stimme. Oh Gott, welche Farbe bin ich? Bitte lila oder irgendwas Schönes. Ah, zu 50%? Scheiße. Oh nein, das heißt, ich bin eine Halb, ich bin eine Mischung von vor. Nein, das ist nicht gut. Okay. Okay, zu 50% sind sie. Was machen wir mit dir? Ich weiß es nicht. Das freut mich auch immer. Du bist eindeutig pink. Ich bin pink? Okay, das ist ja nicht so weit weg von lila. Ist okay. Und auf deinem Gebiet wohl auch kaum zu bremsen. Fröhlich und emotional lebst du in den Tag hinein und lässt es dir gut gehen, solange es klappt. Sei froh. Ja, das stimmt. Das ist cool. Sie hätten das folgende lernen können. Zu 30% sind sie, achso, okay, ein Naturfreak. Ja! Ganz eindeutig grün. Oh, ja, das ist ja noch besser. Ich bin pink und grün. Okay. Das ist die Farbe, die dir alle Eigenschaften einer Pflanze mit auf den Weg geben hat.
Okay. Stimmen abgeschrieben, wächst aber froh und glücklich vor dir hängen. Glückwunsch. Ja, passt auch zu mir. Oder zu 10% sind sie. Hä? Aber dann sind ja nur 90%. Wo sind die anderen 10? Ach so, tut mir leid. Zu 10% sind sie grau. Was? Nee, das finde ich nicht gut. Grau, 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 grau und noch einmal grau. Da haben wir also ein kleines Mauerblümchen vor uns, was? Und du glaubst allen Ernstes, dass du es so durchs Leben schaffen wirst? Hey, wach auf und geh auf die Straße. Denn dort findest du das wahre Leben statt. Aber Kopf hoch, du bist nicht die Erste. Ich bin nicht grau. Ich gehe raus. Muss ich mich verarschen? Okay, ich bin nicht grau. Was? Wow, ein Himmelsgucker. Blau, okay, blau ist nicht so schlimm, aber kommt drauf an. Blau steht dir wirklich ganz ausgezeichnet. Wie ein Paradiesvogel lebst du vor dich hin. Ohne dir auch nur einen einzigen Gedanken an etwas zu verschwinden, was vielleicht auch nur entfernt etwas mit der Außenwelt zu tun haben könnte. Du scheinst glücklich zu sein, aber trau dich, deinen Einkauf aus der Hundehütte zu stecken. Du wirst sehen, was dein Leben alles zu bieten hat, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so aussieht. Als wenn es auch nur entfernt nicht so Spaß machen könnte. Ich bin nicht blau, ich bin noch nicht grün. Grau sogar. Oder zu 0% bin ich rot. Okay. Das sieht man schön allein an der Tatsache, dass du total aggressiv rüberkommst. Was? Okay, ich hab 0%. Also denk mal drüber nach und versuche ein bisschen ruhiger zu werden. Ich bin nicht aggressiv, also. Also ich bin nicht blau und ich bin noch nicht grau. Tut mir leid, das passt einfach überhaupt nicht. Ich bin, ja, ich würde sagen, pink hört sich gut an und grün auch. Grün finde ich schön. Also, das finde ich gut. Das Quiz war eigentlich voll cool, das solltet ihr auch auf jeden Fall machen. Es trifft so ein bisschen auf mich zu, finde ich ganz gut. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, welche Farbe ihr sein möchtet. Oder wenn ihr das Quiz gemacht habt, welche Farbe ihr eigentlich seid. Würde mich interessieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!